Hallo, hier ist wieder Mr. Wobbit. Und heute kommen wir wahrscheinlich zum finalen Teil unserer kleinen Videoreihe zur Produktion eines Backing-Tracks meines kleinen Songs Wind Over Silent Hill. Es geht heute darum, die Gitarreneffekte zu organisieren und anschließend die Vokaleffekte zu automatisieren. Wenn das fertig ist, dann ist der Song bühnenreif und dazu mache ich dann nochmal ein besonderes Video. Also, schaut's euch an. So, dann sind wir jetzt wieder auf dem VoiceLive 3 Extreme. Und wie man sieht, haben sich die Symbole auf dem kleinen Bildschirm geändert. Es geht jetzt um die Gitarreneinstellungen. Wir sind soweit fertig mit den Vokaleinstellungen und ich denke, das ist zunächst mal in Ordnung so. Und müssen nun gucken, welche Einstellungen wir für die Gitarre für diesen Song vornehmen wollen, damit wir das hinterher gemeinsam mit dem Backing-Track und dem Gesang zu einem Gesamtkomplex zusammenfügen können. Okay, ja, dazu müsste ich dann mal meine Gitarre greifen. Gut, sind wir also bei der Gitarre. Ja, man hört sie natürlich im Hintergrund, weil sie schon über das Mikrofon zu hören ist. Allerdings nur ein wenig. Ich werde jetzt mal den Sound des Geräts dazu schalten. Es klingt dann etwas lauter. So soll es auch sein. Ja, ich denke auch für die Gitarre brauchen wir einen Hallraum und da habe ich mir folgenden überlegt. Gehen wir mal in die Einstellungen. Also wir haben diesmal die Gitarreneinstellung zu wählen und gehen bei der Gitarreneinstellung auf den Reverb. Und ich habe mal einen sehr tiefen Raum genommen, nämlich Church. So klingt es ohne und so klingt es mit. Man hört es, glaube ich, an einzelnen Tönen ganz gut. Gut. Ich denke, das ist schon ein richtiger Ansatz. Ich könnte jetzt an den Reglern noch spielen, aber das erspare ich mir. Gut, das nächste, was wir hier wohl auch brauchen, wäre ein Delay. Und ich habe mal hier ein 300 Millisekunden Delay mit 20% Feedback gewählt. Mal hören, wie das klingt. Ja, ich denke, das klingt auch im Gesamtzusammenhang ganz vernünftig. Okay, aber ich sehe schon, wir geraten ein wenig in die Übersteuerung. Und deswegen werde ich die Gitarre etwas leiser machen. Ja, ich denke, so geht das. Sie soll ja nicht zu dominant sein, aber man soll sie auch durchaus hören können. Ja, dann habe ich überlegt, ob es sinnvoll wäre, auch noch hier einen
einen Chorus dazu zu schalten, also etwas breiter den Sound zu machen. Ich mache das mal eben. Ja, mir persönlich gefällt allerdings diese Breite nicht so sehr, weswegen ich bei diesem Sound bleiben möchte. Gut, ich denke, das wäre es eigentlich schon, was die Gitarreneinstellung angeht. Speichern wir das mal schnell ab. Dann wäre das die Gitarreneinstellung für diesen Song. Wir hören mal eben, wie das im Zusammenhang mit dem Song klingt. Aber um das machen zu können, muss ich auch hier den Startknopf wieder mit dem Start des Backing-Tracks unterlegen. Das ging ganz unten. Nicht ganz unten, sondern für die zweite Reihe. Und da gibt es Track-Start. Ah, das war falsch. Moment. So, zweite Reihe natürlich. Da ist es. Track Start, genau. Auch das bitteschön speichern. So, jetzt hören wir mal, wie das zusammen mit dem Backing Track klingt. Ich will allerdings den Backing Track etwas runterregeln. Hör mal auf 20. Okay. Ja, schauen wir mal. Das klingt dann so. Okay. Man sollte schon sein eigenes Stück kennen. Okay. Ja, ich denke, das ist schon ein ganz guter Durchlauf gewesen. Ich habe mal bis hinter den Refrain gespielt und habe das Gefühl, dass das schon im Zusammenspiel ganz gut klingt. Ich denke aber, den Backing-Track können wir noch etwas lauter machen. So auf 17. Hören wir mal eben. Ich glaube, 15 ist ein ganz guter Ansatz.
Gut. Ja, so viel zum Gitarrenteil des Backing Tracks. Kommen wir nun zu einem weiteren Kapitel, nämlich der Automation. Und dazu werde ich die Gitarre mal wieder weglegen. Gut, für die Automation gehen wir wieder zurück auf den Voice-Bereich vom Voice Live 3 Extreme. Und es geht ja darum, gerade bei der Gesangsstimme beziehungsweise bei den Core-Parts der Gesangsstimme eine Automation herzustellen, weil sie unterschiedlich klingen sollen. Das heißt, es beginnt mit dem A Cappella-Teil der ersten Strophe oder der Intro-Strophe, um es mal so auszudrücken. Und die beginnt ja vor dem Gitarrenpart und die soll mit den Einstellungen Reverb, Delay und Harmony beginnen. Das heißt, wir müssen das Stück so abspeichern, dass es am Anfang diese drei Einstellungen hat. Das werde ich jetzt mal eben tun. So, das ist jetzt so eingestellt. Damit man mich auch noch verstehen kann, mache ich mal den Bypass an. Also, es ist jetzt so eingestellt, dass der Gesang mit Reverb, Delay und Harmony unterlegt ist, damit ich die erste Strophe singen kann. Okay, ich singe sie nur mal kurz an. This is the story of a man who lived his life as good as he can. And when he knocked on heaven's door, he tells his story as many before. Und ich stelle fest, dass der Output für den Gesang doch schon ziemlich nah am Clipping ist und wir deswegen etwas runterschalten müssen. Ich kann das ein wenig steuern über unsere Drehregler. Ich kann aber auch am Mischpult ein wenig runterregeln. So, das habe ich jetzt mal am Mischpult getan. Ich hoffe, dass jetzt hier die Stimme nicht zu leise wird. Gut, das ist also der A Cappella-Teil am Anfang. Der nächste Schritt, der zu gehen wäre, ist, was passiert, wenn wir mit dem Song starten? Da muss ich jetzt eine eine Grundeinstellung vornehmen. Und diese Grundeinstellung nehme ich im Bereich des Backing Tracks selbst vor. Ich schalte auch hier mal eben die Effekte aus. Also, wenn ich mich im Backing Track selbst befinde, hatten wir ja gesagt, es ist hier oben rechts ein Schaltknopf, der sich mit der Aufzeichnung von automatischen Abläufen befasst. Und der hat zwei Grundeinstellungen. Einmal diese Grundeinstellung mit dem R, das heißt Record, aufnehmen. Und dann gibt es aber noch eine Variante davon, wenn ich diesen Knopf nicht nur einfach drücke, sondern etwas gedrückt halte, verändert sich das Symbol. Wir sehen einen Kreis und wir haben kurz aufblitzen sehen den Hinweis Overdub Mode. Overdub Mode ist eigentlich die Einstellung, die man wählt, wenn man schrittweise vorgehen möchte. Man nimmt eine Automation auf und schaltet dann, kann dann nochmal an den Anfang gehen und die nächste Automation aufnehmen, ohne dass die erste gelöscht wird.
Bei der anderen Aufnahmeform, also wo nur das R da drin steht, würde das, was man vorher gemacht hat, gelöscht und durch das ersetzt, was man danach tut. Okay. Ja, also, wie setzt man das um? Es ging ja um die Frage, ich starte mit der Grundeinstellung Echo, Hall und Harmony. Und sobald ich den Song starte, möchte ich, dass wir die Veränderung aufzeichnen. Und das mache ich, indem ich die drei Einstellungen vorauswähle. Und für den Fall und beim Start des Liedes die drei Einstellungen wieder abwähle. Also Vorauswahl. Und jetzt starte ich mit diesem Knopf. Gut, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, das ist die Grundeinstellung. Nochmal ohne Effekte. Das ist die Grundeinstellung. Und beim Start des Liedes möchte ich, dass die Grundeinstellung sich ändert. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, man hat gesehen, es funktioniert blendend. Aber ich möchte ja nicht nur, dass sich diese Grundeinstellung auf Null ändert, sondern ich möchte die andere Grundeinstellung, die wir gewählt haben, benutzen. Und da erinnern wir uns, für den Song selbst hatte ich die Grundeinstellung Reverb und Chorus gewählt. This is the story of a man. Ja, mit anderen Worten, ich muss nun am Anfang des Liedes auch noch die Automation aufzeichnen, dass diese beiden Effekte dazugeschaltet werden. Also gehe ich wieder an den Anfang des Liedes, starte die Aufnahmetaste. Und sehe jetzt, dass sich am Anfang mehrere Balken gebildet haben. Also genauer gesagt an dieser Stelle. Und das schauen wir uns jetzt mal im Echtbetrieb an. Gut, hat geklappt. So soll es sein. Also das ist die Automation am Anfang des Songs. Und wir müssen nun noch eine Automation jeweils bei den Chorusteilen, also bei der Zeile "And the wind blows soft over Silent Hill" installieren. Das kommt in der ersten und zweiten Strophe vor. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich es in der ersten Strophe haben möchte. Wo ich aber ein Harmony auf jeden Fall dabei haben möchte, ist beim Chorusteil. Und das können wir auf jeden Fall schon mal setzen. Okay. Machen wir das einfach. Also ich starte den Song. Es beginnt mit der ersten Strophe.
time has come, I have to go. There's so much more I wanted to know. Life goes on, and it always will. So, und an dieser Stelle hätte ich ganz gerne eine Harmonie probiert. Schauen wir mal. Wir sehen, dass sich der Cursor an dieser Stelle befindet. Ich kann ihn etwas zurückspulen und dann die Aufnahmetaste drücken. So, das war jetzt nichts, weil ich den Einsatz verpasst habe. Was ich jetzt tue, ist, ich drücke auf die Undo-Taste und dann wird das, was ich gerade gemacht habe, gelöscht. Aber auch nur das, was ich gerade zuletzt gemacht habe. Das ist auch ganz praktisch, denn dann hat man, wenn man sich mal vertan hat, kann man es wiederholen. Gut, probieren wir also diese Stelle. And the wind blows soft over Silent Hill. Gut. Das war also die Automation, die wir hier gesetzt haben. Für diese eine Zeile haben wir die Harmony dazu geschaltet. Aber ich denke, ich möchte auch das Echo dazuschalten, um also den vollen Klang zu bekommen. Hören wir uns das dann an der Stelle nochmal an. Das Schöne ist ja, ich kann das jetzt overdubben, das heißt, das erste bleibt bestehen und das nächste kommt dazu. The wind blows soft over Silent Hill. Gut, das hat auch geklappt. Wir haben jetzt hier an diesen beiden Stellen, ich kann das mal versuchen kurz zu zeigen, also hier, ups, nein, hier und da jeweils die Automatismen. Das andere ist nur der Cursor. Gut. Ja, jetzt wollen wir das natürlich an der zweiten Strophe auch noch machen. Deswegen nehmen wir die zweite Strophe jetzt noch dazu. And the wind blows soft over Silent Hill. Live my life, it was okay. Love and hate, it went away. The memory stays, and it always will. And the wind blows soft over Silent Hill. Gut. Schauen wir, ob er es aufgezeichnet hat. Er hat es aufgezeichnet. Wunderbar. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der Refrain. Dazu gehen wir noch mal kurz vor die letzte Zeile und nehmen auch beim Refrain diesen Harmony-Teil dazu. Okay, Aufzeichnung. The wind blows soft over Silent Hill. Won't complain about my life. Have my house, a children and wife. When I think about my love, she was the one and nothing goes above.
Okay. Und jetzt die Frage, mache ich das schon ab der Zeile And when I think about my love? Wir probieren das einfach mal aus. Wir können es ja wieder rückgängig machen. Okay. Also nochmal. Den Refrain. And the wind blows soft over Silent Hill. I won't complain about my life. Had my house, children and wife. When I think about my love, she was the only one and nothing goes above. Gut, ich denke, dass... Ich denke, das hat sich schon ganz gut angehört. Dann müssen wir das noch in der letzten Strophe machen. Und das funktioniert dann so. Okay, das war jetzt ein kleiner Fehler meinerseits. Wir machen mal eben Undo. Und starten das nochmal. So here I stand, my story is told. Reached the end, God failure. Wait for the man to pay the final bill. And the wind blows soft over Silent Hill. Yes, the wind blows soft over Silent Hill. Gut, das wäre die gesamte Aufzeichnung. Das speichern wir jetzt mal. Ja, damit wären wir durch, was die Produktion dieses Backing-Tracks für einen Live-Betrieb angeht. Und ich denke, das Abschlussvideo später wird sein, dass ich diese Live-Performance dieses konkreten Stückes einmal aufzeichnen werde und als Einzelsong hier präsentieren werde. Ich denke, weil wir in YouTube sind, mache ich das sogar mit Video. Aber das schauen wir uns einfach mal an. Okay, dann herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.